will sie nachher mal anschauen. Das sind die Ventile der. Das sind Viertakter. Also keine Zweitakter, sondern Viertaktermotoren. Und jetzt geht's los. Boah. 15 PS. Am 7-Zylinder Sternmotor zieht den Flieger ohne weiteres raus. 24,5 Kilo Startgewicht. Und 3 Meter Spannweite. 3 Meter Spannweite liegt das Ding. Das Original hatte knapp 10 Meter. Wurde fast bis Ende des Zweiten Weltkrieges von der US Navy eingesetzt. Das Flugzeug ist also auch trägerfähig. Das kann auf Trägern starten und landen. Und auf Flugzeugträgern. Super Nachbau. 3 Jahre, hat der Pilot gesagt, hat er an dem Flieger gebaut. Nicht freundlich gesinnt war. Also ich habe es nochmal eingepackt, auf die PD-17 gelandet. Ja, und den Rest kennen wir ja. Sie sehen, das Gerät kann auch Rückenflug, voller Rückenflugkreis. Tiefer Überflug mit der Maschine. Schöne Geschwindigkeit und Sie sehen, der Motor zieht ihn leicht hoch. Und jetzt ein Turn. Turn bedeutet, der Flieger geht senkrecht hoch. Oben wird die Fahrt rausgenommen. Dann dreht er sich um die Hochachse, Zeitruder gesteuert und kommt genauso senkrecht. So, nochmal schöner Überflug. Dem Piloten wird es auch nicht kalt, wenn sie genau hinsehen, der hat einen Schal um den Hals, da kann noch nichts passieren. Ist noch ein bisschen frisch, hat einen schönen Schal um den Hals, bleibt auch die Kehle schön warm. Ah, jawohl, Hand auflassen.